Herr Abgeordneter Michael Bock als Nächster. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Für uns war bei der Frage des Gesetzes, des Mautgesetzes, die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Wir haben in unserer Wahrnehmung, und in dem, dass wir sagen, dass wir nachhaltige Politik auch in der Verkehrspolitik machen wollen, immer die Forderung aufgestellt, dass wir diese externen Effekte, also die Faktoren Lärm und Umweltverschmutzung, tatsächlich so bepreisen wollen, dass auch Spediteure spüren, wenn sie Österreich in irgendeiner Form zusätzlich belasten. Gleichzeitig ist es auch so gewesen, dass wir gewusst haben, dass eine Novellierung notwendig ist. Und die Frage war, dass all das, was es jetzt hier an mehr an Namen, was der Kollege schon als Aufschläge bezeichnet hat, gibt, dass die zweckgebunden für nachhaltige Projekte im Verkehrsressort zur Verfügung stehen sollen. Auch das war ein Argument dafür, dass das Glas halb voll ist. Was dagegen spricht und was ich auch im Ausschuss sehr deutlich zur Sprache gebracht habe, war die Frage der Transparenz, wenn es eine Zweckbindung gibt und das Ganze den Titel nachhaltige Projekte trägt, aber man nicht weiß, was es genau ist, dann besteht immer der Anfangsverdacht, dass da vielleicht wiederum irgendwas nicht ganz so Nachhaltiges finanziert wird. Ich glaube, es werden auch meine Nachredner noch deutlich auf den Unterschied bei der Tarifspreizung eingehen, ob das jetzt die Euro 0 bis 3 oder Euro 5 oder Euro 6 Klasse bei den LKWs ist. Umgangssprachlich kann man sagen, die alten Stinker und die neuen modernen Fahrzeuge, die deutlich weniger die Umwelt belasten. Ich halte das für nachrangig. Was aber für mich eine Schwierigkeit in der Debatte ist, sind zwei Dinge, nämlich dass Sie das Klimaabkommen mit dem jetzigen Gesetz in der Form so stark verbinden, weil es gibt schon zwei Themen. Das eine ist, dass wir derzeit auf die Ziele aus Brüssel warten. Also wir haben tatsächlich im Juni erwarten wir den Anteil, den Österreich zu den europäischen Klimazielen beitragen soll, werden wir den erfahren. Und es ist dann der Fahrplan des Parlaments, dass man zwischen Juni und ich würde mal sagen September tatsächlich die österreichischen Maßnahmen bespricht. Genau dort werden dann auch Dinge wie das Dieselprivileg, dort werden dann auch das von Ihnen angesprochene Thema jetzt rund um die flächendeckenden Maut und vieles mehr besprochen. Das, was mich aber maßgeblich irritiert an den grünen Vorschlägen, ist nicht die Treffsicherheit des einen, was Sie vorschlagen, nämlich, dass man zum Beispiel Privilegien abschafft, auch umweltschädigende Förderungen abschafft. Das macht ja alles Sinn. Nur, es fehlt mir immer das Gegengewicht. Sie gehen her und sagen, wir belasten da mehr, wir schaffen dieses Privileg ab, aber im Gegenzug geben Sie nichts zurück. Die ökosoziale Steuerreform ist ein tolles Stichwort, steht in jedem Parteiprogramm drinnen und war noch nie gesehen im Parlament. Ist jetzt nicht die Schuld der Grünen, da würde ich jetzt schon zu den Regierungsparteien schauen. Aber Fakt ist, wenn ich höre Lkw-Maut, dann erwarte ich im Gegenzug, wo gibt es die Entlastung für alle Österreicher und Österreicher. Wenn ich jetzt tatsächlich auch höre, es sollen bestimmte Dinge wie das Dieselprivileg fallen, ja, wer spart dann am Ende des Tages? Es kann nicht sein, dass die Abgabenlast durch diese Vorschläge sich weiter erhöht. Und genau deswegen werden wir solchen Vorschlägen, solange es keine Gegenfinanzierungs- oder Gegensparmaßnahmen gibt, auch in Zukunft nicht zustimmen. Danke.